Vier Tore für die Champions League bekommen haben. Der Trainer muss rein. Ach guck, jetzt läuft die Kamera da oben auch anständig. Nein. Batman! Okay Leute, ich muss mal eben AFK. Du bist gar nicht am K. Du bist die ganze Zeit schon AFK. Du bist nicht am Keyboard. Du sitzt da hinten. Du bist die ganze Zeit schon AFK. Jetzt versuch's mal, sie bohren. Was will der da jetzt ändern? Wir haben nur scheiße Leute im Team. Den hier reinknüppeln. Den. Ne, nicht den. Den da reinknüppeln. Den knüppeln wir da rein. Würde ich jetzt grün drücken. Dann würde ich zu Wolfsburg gehen. Das wäre moralisch. Bist du verrückt? Ich sag mal, was willst du da? Komm, fragen wir mal nach 100 Millionen extra. Wieso haben wir denn jetzt Wolfsburg? Weil wir nicht bei Gladbach. Gladbach ist ja voll dort hoch. Nee, nee, du hast dich seit, ich glaube, zwei Saisons falsch, hast falsch geguckt. Du warst schon immer bei Wolfsburg. Ja, die Klappe auch nur mal weiter einfach. Wärst du nur in Düsseldorf hier? Okay. Wir sind zurück beim deutschen Pokal heute mit einer spannenden Begegnung im Achtelfinale. So ist es. Das ist dieses Mal wirklich eine sehr interessante Auslosung. Ich bin gespannt, wie die Trainer sich taktisch auf den jeweiligen Gegner eingestellt haben. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Sie wählen in diesem Spiel ein 4-4-2 mit Raute, mit einem offensiven Mittelfeldspieler als Unterstützung für die beiden Angreifer. Ich bin Product Placement Man! Product Placement für EGN und V+. Bitte nicht nochmal. Ich bin verschwunden. Ich schalte meinen Anwalt an, den ich nicht... den ich mir nicht leisten kann. Na. Bebu. Weil der ganze Gegner den da geht. Er ist mein Zuhälter. Ja, Konan. Gaming. Welches Geld du verdienst damit? Ich will ja keine haben. Ja, Paul, Freistoß und das ist eine gute Gelegenheit. Der Torhüter war dran, reicht aber nicht. Der Ball ist im Tor. Und das Tor jetzt nochmal in der Wiederholung. Ein fantastischer Freistoß, direkt verwandelt. Wirklich schöner Treffer. Da konnte der Schütze sein ganzes Können zeigen. Der kommt gut. Der Ball kommt gut. Da fängt er die Flanke ab. Ich muss jetzt Flanken anschauen.
Ihr habt ja solche Zeiten. Das ist ja verrückt, da kann ich keine Playstation. Wichtig, dass er hier... Nein, nur das Fernsehprogramm. Ja, ja, ne, Balkon. Kabelzeug da. Ja, schon der Kabel. Ja, dann reiß ich es raus, aber schafft das scheiß RTL nur die ganzen Kabel. Er guckt übers Internet, ich guck übers Internet. Da kommt der Schuss. Ja, Mensch, ja, da fehlt der einiges zum Torerfolg. Kann man sowas wie... ja, ja, schaut mal an. Den Ball leitet er weiter. Urmensch. Schmelzer. Er steht gut und hat den Ball. Super Flanke. Er versucht. Nicht einfach zu spielen, hier bei dem Wetter zu spielen. Das stimmt. Und deshalb auch der Anschluss hier. Nein, genau das ist. Jakonan. Ich weiß gar nicht, wie viele Menschen bei eBay anrufen. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Google, eBay, eins von beiden. Ich meine, habe ja einen Kollegen, der früher bei eBay. Er zieht ab. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Er ist da und kann den Ball hier klären. Er hat die Dame angerufen und sagte, es hat Google gelöscht. Rani normalerweise immer, wenn sie den Bowser aufgemacht hatte. Da passt er auf. Und kann klären. Aber dann hat sie jetzt auf den Löschen gedrückt. Und jetzt hat sie eBay gelöscht. Wie kann sie das wieder installieren? Ding. Muss Schmidt. Ich verkaufen. 2,99. Das ist beeindruckend. Mag der ihn. Da kann er stehen bleiben. Der Ball fliegt genau in seine Richtung. Ich habe jetzt drüber nachgedacht, wie lange ich jetzt mindestens mit ihm noch Ranimir zocke. Gotha. So. Und was ich heute noch vor. Willst du mich da umbringen oder was? Nein. Ich hab mir noch eine Pizza reingeschmissen. Einwurf. Der Junge, der sieht so unterernährt aus. Rani Khedira. Den muss er jetzt machen. Da geht er hin und faustet den Ball weg. Wieder die logischste Antwort. Ja. Logisch ist. Vladimir Gotha. Klasse aufgepasst vom Torwart. Auch ein Einwurf kann Gefahr bringen. Sie müssen konzentriert verteidigen. Bebu. Ja, muss gerade jemand pinkeln? Cervucci, ich bin wirklich gespannt, wie beide Teams mit den Bedingungen hier und heute zurechtkommen. Wetter ist Wetter, wohl. Ich hoffe nur, dass wir trotz des Schnees eine interessante Partie sehen werden. Ball im Aus, Abstoß. Werfen wir nochmal einen kurzen Blick auf den Führungstreffer. Oder hier dieses komische Er hält den Ball fest, das war wichtig. Zahnfleisch war. Zusammengezogen, das war wie so ein kleiner, wie so eine Mordursache. Starke Flanke! Ja. Du bist ja gerade in der Nesten. Kennt ihr das Video mit diesem Schwarz und den zwei Wasserflaschen? Lecker! Nicht so lecker! Da wird dann eher so vorkommen, japanisches Heilpflanze, lecker! Nicht so lecker! Das ist japanisches Öl, Heilöl. Ja. Das und jetzt ist der Ball geklärt. Ja. Fink. Der hatte an der Hand sowas, ja? Nee, auch Gartner. Zähnemäßig. Im Halbschlaf, so vorstellen, im Boxershirt, so sitzt er auf dem Bett, so. Im Halbschlaf, und haut sich halt durch die Boxershirt, voll auf der Nüllekopf, Junge, ey. Wenn man so angeschwollen ist. Und der Junge da raus, Junge, aua, Junge, der ist das im Arzt, hat er zu dem gesagt, hab sie da, Junge. Aua, Bischmann, das ist so. Panische Seile, Junge, ey. Ich glaube, ja, der Lübe mit Fett.
aber sowas passiert ja nicht, wenn du nicht uns einen Bazin drin hast, weißt du? Weißt du, das heißt, wenn du da genug Fuß auf der Köpfe gehst, willst du mal ausprobieren. Von laufender Kamera! Warte, ich pausiere FIFA. Alter Junge. Ja, aber könnte ich mir gut vorstellen, der Touch wäre jetzt nicht. Hier, Konrad! Du musst doch so ein bisschen rausholen, ich kann mich konzentrieren. Hat er den Ball durch den Schnee nicht richtig gesehen oder konnte am Treffer wirklich nichts machen? Ja, war eine blöde Situation für den Keeper. Das Wetter ist schon ein Problem. Das 2-0. Führung aufgebaut. Mal sehen, ob sie ihn so weitermachen. Und jetzt der Schuss. Tolle Aktion vom Torwart. Es gibt nochmal Ecke. Es gibt Ecke. Gucken wir mal, ob er das schafft wie gerade eben. Wo er da sein eigener Die Ecke kommt rein, aber der Torwart ist da. Gespielt hat. Alter, 6 Minuten. 3 Minuten waren angezeigt, mehr als 6 Minuten hat er rausgeholt. Ich stell's dir gerade wirklich vor, ist der voll nicht vor gerade. So blöd, dass man ihn jetzt nicht an der Kamera sehen kann, ne? Fink. Das war die erste Hälfte in einem Spiel, das uns bisher überrascht hat. Er lacht sich so einen weg, ne? Frankie. Und der Schiri geht zum zweiten Achtelfinale im deutschen Pokal und wir freuen uns, dass wir heute nicht von der Partie sind. Dann hüpft er durch das Zimmer, ja. Was ist hier unten der Zimmer? Super gemacht vom Torwart. Ball ist im Aus, es gibt Ecke. Komplett misslungene Ecke, der fliegt ins Seitenaus und jetzt gibt's Einwurf. Bebu. Zwungene Ecke. Macht er ihn! Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Ich hab was auch gedacht. Er versuchte mit einer Frau Sex zu haben. Fink. Mit dem Japanischen. Schauerte. Diagonal. Ich glaube, als seine Freundin den Pferdelümmel gesehen hat. Ich sehe Bewegung auf der Bank, es gibt gleich den Wechsel. Ja, da gehe ich. Und jetzt ein Schuss. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Müsste Ecke geben und die gibt's auch. Ich glaube, der Mensch hängst da in den Schrumpf. Souverän gemacht vom Torwart. In der Bundesliga steht dann bald das nächste Spiel an für Gladbach. Dann geht es auswärts gegen Hertha BSC. Das hat doch das Zeug zum Klassiker, wenn du mich fragst. Bin ich auch noch. Schmidt. Jetzt mal noch Werder Bremen. Jetzt schmeiß ich zu Wolfsburg. Ja, Wolfsburg. Schauerte. Ey, wenn man überschaut, soll ich mal auf Dreieck drücken? Soll ich mal akzeptieren, das Angebot von Wolfsburg? Volley. Jakonan, der Kerl ist okay, on fire. Das war schon sein drittes Tor. Jetzt wird endlich gemacht. Der ist heute richtig gut drauf, Buschi. Eine überragende Leistung, schon sein dritter Treffer. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein. Jetzt. Hör doch mal auf, der Scheiße. Direkt versuchen. Ja, mach leiser wieder, sonst hörst du uns wieder nicht. Ich rede. Ja, mach rein. Jetzt kommt der Freistoß. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Jetzt gibt's gleich die Ecke. Sven Bender. Oh, da trifft er die Latte. Das war eine gute Chance, wie aber der Ball wird abgeblockt. Kann das sein, ey? Guck mal, die Fahne hat euch auch schon für dich gewählt. Also! Elfmeter, ganz klar! Wieso? Da war doch schon drin! Ich bin der Vergleichs-Szenario, aber des Todes. Der Elfer ist drin! Ich hab ja gut dieses Todes gemacht. Sauber für 6, den verwandelt sicher. Oder hat er seine Nerven im Griff? Trifft vom Punkt. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Gefährliche Flanke.
Fantastisch gelöst vom Abwehrspieler. Den Ball verlängert er per Kopf. Koch. Jakonan. Kein guter Abschluss, aber wollen wir es aufs Wetter schieben? Bei diesen Bedingungen ist es aber auch wirklich schwer, technisch anspruchsvoll Fußball zu spielen. Sie bleiben weiter am Ball, per Kopf abgelegt. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Bolli. Werner. Branimir Gota. Da kommt der Pfiff, Freistoß. Und kommt vielleicht sogar noch eine Karte. Sofort ausgeführt. Sven Bender. Und Tor! Wollen Sie nochmal ein Spiel zurückschieben? Ja, zwei, dreimal hintereinander bitte. Mal bitte im Wechseln. Kommt mal Reus und Raphael rein. Das ist auf jeden Fall ein paar Tore. Reus würde ja reichen, oder? Ach, klopft Raphael auch rein. Aber Castro muss da hinten ausgewechselt werden. Und Abwehr wäre auch nicht übel. Ja, mach mal Castro. Abwehr hat noch genug. Bisschen offensiv spielen. Komm mal Chaka rein. Auf jeden Fall sah es schon schlechter aus. Jetzt ist es nur noch ein Tor. Boah, der passt aber ganz genau. Also 3 Zentimeter höher, da geht er an die Latte. Schmitz. Da passt er auf und geht dazwischen. Fink. Mag der ihn. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Da kommt die Grätsche. Jetzt sind sie am Ball. Chaka. Jetzt wird hinten Beton angerührt. Klar, das Ergebnis passt für sie. Da zieht er ab. Das dachte ich mir noch. Bolli. So, der aktuelle Spielstand hier lautet also 3:2. Jetzt die Frage, mit wem bekommen sie es als nächstes zu tun. Der kommende Gegner der Gladbacher heißt Hertha BSC. Und da darf dann gerne mehr kommen als heute. Sararea. Und er geht an ihm vorbei. Da ist er da und hat die Flanke. Werner. Er versucht. Tolle Aktion vom Tor. Und das wird jetzt richtig gefährlich. Eckball. Und hier die beiden Teams im Vergleich. Hier ist das Eckenverhältnis. Nein! Das war Handspiel. Da stand der Schiri gut und sieht das richtig. Schauerte. Jetzt setzt er ihn unter Druck. Agui. Sararea. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Reus zieht ab. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Sven ja! Wow! Boja, Chaka, der King ist in die Hose! So, jetzt gibt es natürlich auch die Wiederholung dieses Treffers.
Den Treffer hat er erzwungen. Super Einsatz, dass er da nicht locker lässt und die zweite Chance verwertet. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Also die Zuschauer dürften Spaß haben. Wir sehen hier heute richtig viele Tore. Beide Teams offensiv voll da. Nach 90 Minuten steht es weiterhin unentschieden. Stell dir vor, der hätte den jetzt neu erhalten. Der wäre jetzt vorbei. Doch. Die Trainer haben die letzten Anweisungen gegeben und beide Teams sind zurück. Jetzt gilt es. Wir starten in die Verlängerung. Oh, du siehst teilweise nichts. Das Konzentrieren auf die Abwehrarbeit, es hat sich für sie nicht ausgezahlt. Ganz im Gegenteil. Verständlich, dass der Trainer jetzt auf lange Bälle in den Strafraum setzt. Ein Turm muss her. Bisher war das ja eher eine Zerstörungstaktik, was sie gespielt haben. Jetzt muss da mehr, es muss was anderes kommen nach dem Gegentreffer. Und er ist frei, da kann was draus werden. Werner, der ist drin und jetzt für sie. Eine enge Kiste und das, obwohl wir schon 7 Treffer gesehen haben. Wer weiß, was noch alles passiert. Ich, der Thorsten muss gehen. Schauerte. Später kann sie dann aber... Er fasst ihn auf den Flügel. Das wird gefährlich. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Komm. Hazard, Werner, Reus. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Reus, da geht er runter und kann den Ball abwehren. Und weil es so schön war, erneute Ecke. Per Kopfball hier geklärt. Agui. Sie sind vorne und bekommen noch eine Ecke. Damit könnten sie alles klar machen. Klasse Aktion. Torwart hält den Ball fest. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Das macht er gut. Werner, sehr gut gemacht vom Torhüter. Wenn Sie nach dieser Ecke treffen, haben Sie den Sieg ganz sicher in der Tasche. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Es gibt einen weiteren Eckstoß. Jetzt schießt er. Den Ball hat er ganz souverän. Und jetzt geht es hier gleich in die zweite Hälfte der Verlängerung. Glas, was unbenutzt ist. Nee, glaub jetzt nicht. Ist jetzt runter. Und jetzt geht's so richtig an die Substanz. Jetzt müssen sie noch mal 15 Minuten beißen. Schuss von Reus. Macht er ihn. Ja, er macht ihn. Dortmund, ja, Borussia Dortmund, so spielt ein Neustart. Da muss die Führung aus und aber das ist verdient. Aber doch bei Klappe. Ein unfassbar offensiv geführtes Spiel bis hierhin. Beide Teams treffen fast nach Belieben. Nur die Torhüter können einem ein bisschen leid tun. Er spielt den Verteidiger aus. Tolle Flanke. Aus der Flanke wird nichts. Wie immer dieses Spiel ausgehen wird. Die Atmosphäre hier ist gigantisch. Das ist Weltklasse. Was die Fans hier bieten, ist einmalig. Der Ball ist weg und jetzt können sie einen Konter fahren. Auf Werner, lauf! Scheiße! Schussversuch! Nice! Tor!
macht er sein zweites Tor. Burgstoff raus. Werner trifft wieder. Nach diesem Tor steht es 6:3 jetzt. Eine spektakuläre Partie. Warum kann das nicht von Anfang an so gehen? Wolli. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Voll die Witzmaschine. Er nimmt ihm den Ball ab. Den Ball rein. Er ist einfach der beste Mann auf dem Platz. Drei Tore. Eine Weltklasseleistung. Der ist heute richtig gut drauf, Buschi. Eine überragende Leistung. Schon sein dritter Treffer. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Ich meine, das Spiel jetzt an sich Marco Reus. War Dramatik. Schuss! Und das Tor! Oh, hast du gesehen? Die haben sich geknutscht! Hast du gesehen? In der Verlängerung sind sie davor gezogen. Also das Ding hier ist definitiv durch. Ja, und da waren sie scheinbar frischer, haben die 90 Minuten vorher einfach besser weggesteckt. Sie liegen deutlich vorn. Bis hierhin ist es eine klare Nummer. Wie viele Tore haben wir jetzt allein in der zweiten Verlängerung gemacht? Endspurt in der Verlängerung jetzt. 2 Minuten noch. Schmitz. Er wirkt erschöpft. Vielleicht sollte er ausgewechselt werden. Schuss. Super gemacht vom Torwart. Der Ball weiter im Spiel. Bonnmann. Das war's. Die Verlängerung ist vorbei. Gutes Resultat heute und damit sind sie eine Runde weiter. Kompliment auch von meiner Stelle. Ich bin gespannt, wo sie am Ende landen. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Hat für mich tatsächlich in diesem Spiel den Ausschlag gegeben, war der entscheidende Mann mit 3 Toren. Sensationelle Leistung. Hast du beendet? Schon Aufnahme? Nee, ich mach das jetzt hier.